Es ist der Tag nach der endgültigen Entscheidung über die Nichtzulassung der Salzburger Austria für die zweite Liga im kommenden Jahr. Die Roten, die heute in Nachsglan zu Gast sind, der SC Imst, die haben die Zulassung, denen fehlen auf der anderen Seite allerdings die Punkte in der Tabelle. Trotzdem, vor den Tirolern muss man gewarnt sein, das ist eine wirklich starke Mannschaft, auch im Hinspiel schon sehr unangenehm für die Violetten. Rund 1300 Zuseher sind nach Nachsglan gekommen. Wirklich wieder toller Besuch bei wechselhaftem Wetter. Spannend wird heute zu sehen, wie stark diese Zulassungsgeschichte noch in den Köpfen der Spieler herumspukt, wie viel Thema das ist und ob sich das auf die heutige Leistung auswirkt. Austria legt hier mit viel Schwung los. Schweighofer wird gefällt. Sorda führt den Freistoß aus. Gar nicht mal ungefährlich. Das ist ja eine Distanz, aus der die Austria in der Vergangenheit schon öfter getroffen hat. Wieder Schweighofer mit der Flanke rein. Volkert. Fötschl. Fötschl setzt sich hier durch. Ball in die Mitte. Ja, die Austria setzt hier gleich ordentlich nach. Zier, Weitschuss, knapp am Kasten vorbei. Wir sind hier wirklich erst in den allerersten Spielminuten. Dann kommen auch die Tiroler vors Tor. Gar nicht ungefährlich, dieses Zuspiel. Aber abseits, sagt der Schiedsrichterassistent. Marinko Sorda kämpft sich den Ball. Zier. Auf die linke Seite, Fonja Fötschl, Ballverlust. Es läuft der Konter des SC Imst. Aber der kommt nur bis zu Kapitän Matthias Theiner, der klärt hier kompromisslos. Dann schon wieder die Austria. Es geht viel hin und her heute. Wunderschön, Zier. Ach, einen Schritt zu weit hinten. Schönes Zuspiel von Sandmeier. Fußball spielen, das kann die Mannschaft des SC Imst definitiv. Das ist eine Truppe aus vielen ehemaligen Profis. Die sind immer brandgefährlich. Ist eigentlich nicht ganz klar, wenn man sich hier die Anfangsminuten anschaut, warum die im Mittelfeld der Tabelle herumdümpeln. Nächste Möglichkeit für den SC Imst. Glück für die Violetten. Die erste Viertelstunde vorbei, ausgeglichen eigentlich, bisschen mehr Vorteile für die Austria, die das durchaus routiniert spielt. Dann 15. Minute, diese Szene, da schläft leider nicht nur die Austria-Abwehr, sondern auch der Kameramann. 0:1, 15. Minute, Tor für den SC Imst durch René Brandl. Kalte Dusche für die Violetten, die da eigentlich ganz gut gestartet sind. Aber die stecken das gut weg, stecken den Rückstand weg und spielen weiter nach vorne. Sandmeier kriegt hier den Ball. Sofort die Flanke in den Strafraum. Zier mit der Kopfballmöglichkeit. Da ärgert sich der Mittelfeldspieler zurecht. Und weiter geht's. Imst, Ball auf Brandl. Wunderschönes Tackling von Hausberger, aber das ist noch heiß. Kallmann versucht sofort, das Spiel schnell zu machen. Wieder Schweighofer verliert hier den Ball. Sofort der Ball wieder bei der Austria. Ungeschnittene Szene jetzt, da geht es einigermaßen hin und her, das steht für viel in dieser ersten Halbzeit. Brandl legt hier ab, Spielverlagerung von Imst. Ja, Kallmann ist da zu Recht sauer, so frei darf man den Gegenspieler nicht zu Schuss kommen lassen. Sandmeier, Fötschl, zu unplatziert und Joey Zottl kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen.
Aber es geht weiter in dieser Tonart. Schweighofer, wieder Zier, wieder viel Platz für den Kopfball. Bringt ihn leider nicht aufs Tor. Wir können bei Weitem nicht alle Highlights des heutigen Spiels zeigen. Einfach viel zu viele Chancen auf beiden Seiten. Eckball für die Austria. So, da erkämpft sich hier den Ball. Sucht den Abschluss, findet das Tor. 1:1, 33. Minute. Marinko Sorda, die violette Nummer 10. Ist hier früher am Ball, dann nicht von diesem zu trennen. Schießt gegen die Laufrichtung von Imst Keeper Ponholz ein. Ausgleich, alles zurück auf Anfang in Max Klan und die Austria weiter im Vorwärtsgang. Volkert mit dem Schuss und im Nachfassen sichert Emanuel Ponholzer den Ball für Imst. Abseitsstellung von Marinko Sorda, sagt das Schiedsrichterteam. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Das war zumindest sehr knapp. Hier, da ist der Ball schon weg. Sorda eigentlich auf gleicher Höhe. Naja. Dann Freistoß oder Eckball für Imst natürlich. Austria hier ein bisschen zu zögerlich, kriegt den Ball nicht weg. Und zack, dann ist er drinnen. 1:2, 39. Minute. Moser war's. Thomas Moser, der Mittelfeldspieler, trifft zur Führung für die Gäste aus Tirol. Die Austria wieder unter Druck. Schweighofer mit Ballglück. Und ein Imstadan mit dem Foul. Sind hier nicht ganz zufrieden mit Schiedsrichter Makanovic. Ganz egal, Freistoß ausgeführt von Joey Zottl. Und bist du narrisch, der hätte um Haaresbreite den Weg ins Tor gefunden. Wunderschön geschossen. Da hätte ihm der Keeper überhaupt keine Chance gehabt. Wieder guter Schuss und gute Parade von Kallmann. Eckball Imst. Geklärt, dann gibt es gleich nochmal Eckball. Brandl bringt den rein. Durchatmen, das war eine wirklich gute Möglichkeit. Es bleibt zur Pause beim 1:2 für die Gäste. Nach Wiederbeginn ist die Austria furios, startet toll in diese zweite Spielhälfte. Man sieht es in dieser Szene hier, da ist noch deutlich mehr Aggressivität, da ist deutlich mehr Biss bei den Violetten. Das merkt auch das Publikum, dass die Mannschaft zwar sowieso immer hervorragend unterstützt, aber die gehen jetzt auch so richtig mit. Und wir sehen jetzt eine längere, ungeschnittene Sequenz. Genau so kann man sich dieses Spiel eigentlich ganz gut zusammenfassen. Viel Bewegung, tolle Kombinationen. Sehenswerter Regionalliga-Fußball. Fötschl verliert hier den Ball. Und sofort startet ihm den Gegenschlag. Auch hier wird schön nach vorne gespielt. Kallmann pariert. Nächste Möglichkeit. Austria-Abwehr kann klären. Schweighofer, Sandmeier. Ja, nicht ganz optimal, aber über ein, zwei Imster Umwege landet der Ball wieder bei Violett. Und jetzt läuft der Konter. Volkert in die Spitze. Schweighofer. Sorda, drinnen ist er, aber längst abgepfiffen. Abseits. Steht aber, wie gesagt, stellvertretend eigentlich für dieses Spiel. Wiedl, der mittlerweile eingewechselt wurde. Schweighofer mit der Möglichkeit, hätte hier gern einen Elferpfiff. Das war dem Schiedsrichterteam allerdings zu wenig. Balleroberung durch Sandmeier, Zier. Fötschl, Zuspiel, Schweighofer, Joey Zottl macht ihn rein. Jetzt ist der Ball drinnen, das zählt auch. 2:2, 63. Spielminute. Joey Zottl mit dem Tor.
Man sieht es bei der Austria, Ball aufheben. Zurück zum Anstoßpunkt. Schnell weiter. Die wollen hier unbedingt noch den Sieg treffen. Gleich noch einen Eckball für die Violetten. Volkert richtet sich da den Ball. Bringt ihn gefährlich herein. Ach, vorerst nichts. Schweighofer, der hat ein bisschen Platz für die Flanke. Da muss sich Bornholzer im Impfstor strecken. Gibt ein bisschen zum Unverständnis der Austria-Akteure. Keinen Eckball danach. Aber die machen einfach so weiter. Nach dieser Aktion Eckball von Volkert von der anderen Seite. Sandmeier raus. Auf Marinko Sorda, sofort wieder in den Fünfer. Schweighofer, Hausberger wäre da in der Mitte gewesen. Aber irgendwie können sich die Impfstoffe befreien. Wieder ein Freistoß von Marinko Sorda. Boah, jetzt brennt es lichterloh im Strafraum der Tiroler. Die haben alle Hände voll zu tun, um diesen Ansturm der Violetten abzuwehren. Schweighofer, Sorda. Schiedermeier war dann noch dran. Wiedel versucht es aus der Distanz. Guter Gedanke. Ball aber dann übers Tor. Ja, da fällt der René Prantl wie vom Blitz, ach was sage ich, vom Meteor getroffen. Muss da auch behandelt werden, minutenlang. Wir sehen es hier in der Zeitlupe. Es bleibt uns nur die Hoffnung, dass er von diesen schweren Verletzungen auch wirklich wieder genesen kann. Ach da schon, ja, der kann ja, der läuft. Zumindest so lang, bis René Zier bei ihm vorstellig wird. Gelb für Zier, taktisches Foul. Und um Prantl müssen wir uns offenbar keine Sorgen machen. Hat das aber geschickt gemacht. Fußballer im besten Alter weiß natürlich, dass er eine Pause braucht. Und bist du, Mobbe, das war knapp. Den Ball hätte er fast im Tor versenkt. Das wäre schlimm gewesen, denn kurz nach dieser Aktion ist das Spiel vorbei. 2:2 bleibt zwischen der Austria und dem SC Imst. Wir haben ein aufregendes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten gesehen. Das ist eine richtige Einschätzung, oder? Ja, denke schon. Also wie gesagt, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit haben wir beide Mannschaften gute Chancen gehabt. Und wahrscheinlich geht am Ende das Unentschieden auch in Ordnung, obwohl wir uns natürlich einen Sieg erhofft hätten. Jetzt war die zweite Halbzeit aus meiner Sicht deutlich besser als die erste, mit viel mehr Schwung auf unserer Seite. Was habt ihr da umgestellt? Boah, ich weiß gar nicht. Ich fand auch, in der ersten Halbzeit haben wir gute Chancen gehabt oder gute Spielzüge, wo dann vielleicht der letzte Pass nicht aufgegangen ist oder der Schuss dann. Aber klar wollten wir dann in der Halbzeit rausgehen und gleich sagen, dass wir unbedingt aufs Unentschieden oder halt auch auf den Siegtreffer gehen wollten. Jetzt ist Imst steht in der Tabelle relativ weit hinten. Es war eine super unangenehme und eigentlich starke Mannschaft, wie wir heute gesehen haben. Ja, würde ich auch sagen. Also wenn man auf die Tabelle schaut, denkt man sich, ja okay, im unteren Mittelfeld, aber von dem, wie sie spielen, können sie schon weiter nach oben wahrscheinlich. Wie sehr ist in euren Köpfen, zumindest vor dem Spiel, noch die Geschichte von gestern herumgespuckt? Wie sehr war das Thema? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es für Bonner ein Thema war, aber für mich persönlich zum Beispiel nicht, weil für mich ist der Meistertitel wichtig. Ich glaube, wir wollen alle jetzt noch den Titel holen und ja, deswegen darf das in den Köpfen nicht keine große Rolle spielen. Ja, ich glaube, beide Mannschaften haben gefeitet, hat eine hohe Qualität gehabt. Meiner Meinung nach haben wir besser von hinten aus gespielt und zielstrebiger gespielt. Vorne drinnen haben wir halt leider die Boxbesetzung nicht so gehabt und ja, haben wir unglückliche Tore gekriegt, weil wir nicht zu aggressiv außerverteidigt haben. Genau. Jetzt war gestern die endgültige Lizenzentscheidung. Wie sehr war das noch ein Thema in der Mannschaft? Ja, gestern war schon ziemliche Enttäuschung da, weil die Mannschaft sich gefreut hat auf eine mögliche Zusage. Das hat jeder angehackt und ist heute dementsprechend dann ins Spiel gegangen mit ein bisschen Wut im Bauch. Und man hat es auch, glaube ich, gesehen, dass die Mannschaft alles gegeben hat heute und so siege ich das auch. Was an
Wir haben kurz vorher gesprochen, dass das Spiel heute auch ein bisschen ein Charaktertest für die Mannschaft war, den sie mit einem 2:2 eigentlich bravourös bestanden hat. Ja, ich bin total stolz auf die Truppen. Ich habe es ja gerade gesagt, ich war heute nicht fähig gewesen zu so einer Leistung. Natürlich, ein X daheim ist für uns nie der Anspruch, aber unter den Voraussetzungen heute kann ich die Jungs nur gratulieren. Wir haben ja vor allem auch ein Spiel gesehen, wo es hin und her gegangen ist mit Chancen auf beiden Seiten. Zum Anschauen war es prinzipiell ja nett. Ja, die Austria-Spiele sind immer nett zum Anschauen, aber das war heute wirklich aufregend und wie gesagt, nach dem Tiefschlag gestern war das halt eine Top-Leistung. Ich bin mir sicher, wäre es gestern positiv ausgegangen, wären wir da heute drüber gefahren. Schauen wir kurz auf gestern. Du warst ja anwesend in Wien. Wie war da der Ablauf? Was kannst du uns sagen? Ja, wir haben uns, das ist im Haus der Bundesliga ist das Ganze passiert. Wir haben uns gegenüber in einem Restaurant mit unserem Anwalt davor getroffen, haben nochmal alles durchbesprochen. Um 15 Uhr ging es dann los. Ich war vielleicht einer von denen, die ein bisschen skeptischer waren am Anfang. Die Verhandlung ist aber dann so gelaufen, dass wir von Minute zu Minute eigentlich mehr Hoffnung gehabt haben. Unser Anwalt hat das super, also wirklich super gemacht. Nach ungefähr 50 Minuten sind wir dann rausgebeten worden, damit sich das Schiedsgericht zur Entscheidung zurückzieht. Und zu dem Zeitpunkt, wir haben natürlich nochmal geredet und war es echt gefühlt eine 50-50 Chance. Und ja, umso bitterer war es dann natürlich, wenn du hörst, dass dem nicht stattgegeben wird. Wobei ich nur im ersten Moment gehört habe, stattgegeben, bin schon aufgesprungen, habe gejubelt. Eine Sekunde später nicht stattgegeben und ja, hat sich die Stimmung natürlich geändert. Was waren, wenn du das nochmal zusammenfassen kannst, dann die Gründe, warum die Austria keine Zulassung bekommen hat? Woran ist es im Kern dann gelegen? Ja, ist ganz einfach zu beantworten. Es gab einen Grund, der fehlende Baubescheid. Der ist um 2 Wochen zu spät gekommen. Es hat er merklich der Bundesliga geschmerzt, das Urteil auch dem ständig neutralen Schiedsgericht. Die drei Verantwortlichen dafür haben sich fast entschuldigt. Aber sie müssen sich halt an die Regeln halten. Und ja, es hat wirklich jeden in dem Raum geschmerzt, dass das nicht gerecht hat. Wie ist jetzt die weitere Vorgehensweise? Wie ist die Marschrichtung? Ja, wir greifen voll an. Danke.